So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Und heute ein sehr, sehr, sehr spannendes, aber vor allem unglaublich wichtiges Thema in der jetzigen Zeit, so Anfang Januar, aber vielleicht auch in der Zeit vom Sommer, wo die meisten Leute anfangen mit Diäten und meistens mit den falschen Diäten anfangen. Heute geht es darum, ich möchte euch wie so eine kleine Checkliste geben. Ich möchte euch sagen, wie und nur wie jede Diät langfristig funktionieren kann. Praktisch wirklich Check oder Punkte, die ihr bei jeder Diät, die ihr machen wollt, abhaken könnt. Und nur wenn alle Punkte abhakbar sind bei der Diät, dann wird sie langfristig richtig funktionieren, die Diät. Und es gibt fünf Punkte, eigentlich sechs, aber einer steht praktisch über dem Ganzen, aber fünf Punkte, die muss jede Diät beinhalten, sonst wird sie langfristig nicht funktionieren. Wir werden gleich ein paar Beispiele durchgehen und so weiter. Warum finde ich, dieses Thema ist gerade so wichtig? Ich war letztens wirklich mit meiner Kleinen beim Arzt und da sind dann diese ganzen Magazine und die sind voll von Erdbeerdiät, Mango-Diät, weiß nicht, Malediven-Diät, ich weiß nicht, die und die Diät und so weiter. Zig Diäten. Einige davon funktionieren. Einige davon funktionieren nicht. Wie könnt ihr das rausfinden mit dieser Checkliste? Ich möchte euch bitten, diese Checkliste, wenn ihr eine Diät machen wollt, wenn ihr langfristig richtig abnehmen wollt, richtig abnehmen heißt Fett abnehmen, Muskulatur behalten und einfach fitter, straffer, leichter werden, langfristig, müssen alle dieser Punkte, und ich werde euch genau erklären, warum, müssen diese Punkte alle gegeben sein und dann könnt ihr jede Diät praktisch so untersuchen. Stopp mal, liebe Freunde, kleiner Einspieler an dieser Stelle. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Damit verpasst ihr keine weiteren Videos. Ihr unterstützt den Kanal und sorgt einfach dafür, dass wir solche Videos wirklich auf Dauer machen können. Deswegen würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr das Video kurz anhaltet und diese Sachen erfüllt. Und jetzt geht das Video weiter. Bis gleich. Viele werden jetzt sagen, Simon, es gibt nur einen Punkt. Du musst weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrauchst. Das heißt, ihr müsst praktisch ein Kaloriendefizit fahren. Und das ist das einzig Wichtige fürs Abnehmen. Jein, fürs Abnehmen schon. Wenn ihr weniger esst, als ihr verbraucht, werdet ihr abnehmen. Richtig, aber ihr werdet nicht richtig abnehmen. Ihr werdet Muskulatur verlieren, ihr habt danach einen Jojo-Effekt. Ihr werdet nicht gesund sein in der Zeit und. Das heißt, es ist nicht der einzige Punkt. Absolut nicht. Es unterschätzen einfach so, so viele und zum Beispiel alle, die dann irgendwelche Erdbeerdiäten machen, wo einfach kaum, ich werde gleich die Punkte nennen, wo die Punkte einfach nicht gegeben sind. Ihr werdet abnehmen, wenn ihr einfach nur ein paar Erdbeeren am Tag esst. Ihr werdet aber Muskulatur abnehmen, ihr werdet krank, ihr werdet nicht funktionieren und danach werdet ihr einen Jojo-Effekt haben und wahrscheinlich viel unglücklicher und dicker sein als davor. Versprochen. Ich kenne mich aus, ich weiß, durch jahrelange Praxis mit zigtausenden von Leuten, die das durchgemacht haben, ganz, ganz, ganz genau, dass es genauso sein wird. Deswegen vertraut mir und hört mir bitte jetzt ganz, ganz, ganz genau zu bei diesen Punkten. Und wie gesagt, es gibt gute Diäten, es gibt keine guten Diäten und alle können wir untersuchen. Fangen wir direkt mal an. Als erstes, selbstverständlich, ihr müsst weniger Kalorien aufnehmen, als ihr verbraucht. Das ist kein Wundermittel. Es gibt wirklich Leute, die selbst daran nicht glauben. Es gibt diese Leute, die sagen, nein, ich esse kaum etwas und nehme nicht ab. Nein, wenn ihr gesund seid, das ist ganz wichtig, es kann sein, dass Leute eine kaputte Schilddrüse haben, dass wirklich, dass ihr krank seid. Wenn es so ist, wenn ihr, ich sag mal, 500 Kalorien esst und nicht abnehmt, dann seid ihr nicht gesund, dann solltet ihr dringend schnellstens zum Arzt gehen. Ganz, ganz wichtig. Aber ansonsten, wenn ihr das mal aufschreibt, kommt ihr meistens darauf, dass es gar nicht so wenig ist, was ihr esst. Ihr kriegt es meistens nicht mit. Das sind meistens die Leute, die zwischendurch mal einen Riegel essen, zwischendurch mal einen Snickers, und hier nochmal ein bisschen Schokolade und so weiter. Und dann, wenn man das mal aufschreibt, kommt man darauf, dass das schon ganz viele Kalorien sind. Und dass es eben mehr Kalorien sind, mehr oder gleich viel, wie das, was man verbraucht. Wenn man dann eben sich wenig bewegt, wenn man vom Fernseher sitzt und so weiter, dann hat man kein Kaloriendefizit. Und es ist keine Magie, es ist gar nichts. Das funktioniert bei jedem, bei jedem. Das heißt, das ist der übergeordnete Punkt, der muss bei jeder Diät gegeben sein. Es gibt nämlich auch so, bei so diesen ganzen Sendungen, Biggest Loser und so weiter, da wird dann vorgestellt, ja, es ist die Diät, ihr müsst einfach einen Tag was essen und einen Tag lang nichts essen und das funktioniert. Nein, wird es nicht. Wenn ihr an den einen Tag mehr esst, als das, was ihr an beiden Tagen braucht, nehmt ihr zu. Ganz einfach. Und das geht. Glaubt mir, das geht. Oder einfach intermittierendes Fasten. Das heißt, esst nur 8 Stunden lang und dann könnt ihr so viel essen in 8 Stunden lang, wie ihr wollt. Nein, wird nicht funktionieren. Wenn ihr in 8 Stunden, das schaffe ich locker, wenn ihr in 8 Stunden mehr esst, als das, was ihr am ganzen Tag braucht, werdet ihr auch zunehmen. Auch in 2 Stunden. Es gibt
na gut, in 2 Stunden wird es wahrscheinlich schwierig, aber wenn ihr einfach, egal wann, wenn ihr mehr esst, als ihr verbraucht, werdet ihr zunehmen und nicht abnehmen. Das heißt, das ist der erste Punkt. Also das heißt, schon mal die Diäten fallen raus, wo man einfach sagt, ess nur kurzzeitig oder ess nur jeden zweiten Tag oder ess nur das und das. Nein, Kaloriendefizit muss sein. Das heißt, ihr müsst gucken, wie viel Kalorien verbraucht ihr, wie viel Kalorien nehmt ihr auf. Das ist so der übergeordnete Punkt. Jetzt geht es aber mit den ganz, ganz wichtigen Punkten weiter, die wie so ein Fundament sind. Ihr müsst euch das wie ein Fundament vorstellen. Ich mache euch da so, ich blende euch da mal so einen Balken ein. Und ihr müsst jeden dieser Punkte erfüllen. Jeden dieser Punkte, damit ihr richtig abnehmt. Fangen wir mal an mit der Proteinmenge oder insgesamt mit Protein, mit der Proteinbalken, mit der Proteinsäule. Ihr müsst, und wie gesagt, die Schätzungen gehen von 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis einige gehen auf 2,5, 2,6. Ich gehe einfach mal mindestens 1,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, damit ihr eben Muskulatur behaltet und damit ihr Muskulatur erhalten könnt und nicht nur für die Muskulatur. Viele sagen, ja, du mit deiner Muskulatur und so weiter. Nein, es ist nicht die Muskulatur nur. Denkt dran, die Bausteine des Proteins, die Bausteine, die nicht nur die essentiellen Aminosäuren, die Aminosäuren, daraus, woraus das Protein sozusagen besteht, braucht der Körper nicht nur für die Muskulatur, sondern für zig Vorgänge in eurem Körper und eben nicht nur essentielle Aminosäuren, sondern auch die nicht essentiellen Aminosäuren, die der Körper sich selbst herstellen kann. Jetzt ganz, ganz wichtig zuhören. Viele denken nämlich immer nur, man braucht die essentiellen Aminosäuren. Nein, ihr braucht die nicht essentiellen genauso. Die kann sich der Körper selbst herstellen. Aber woraus stellt er sich die denn her? Aus Muskulatur. Und das ist eben das, was eben zum Teil zu Muskelabbau führt, wenn ihr kein Eiweiß esst. Punkt. Ihr braucht essentielle Aminosäuren sowieso. Das sind die, die er sich selbst nicht herstellen kann. Und ihr braucht auch nicht essentielle Aminosäuren, sonst macht er sich die selbst aus euren Aminosäuren, die ihr praktisch in der Muskulatur zum Beispiel habt. Und deswegen 1,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Jeder aufschreiben, wenn das muss in jeder Diät sein. Wir gehen gleich ein paar durch. Das muss gegeben sein, sonst verliert ihr Muskulatur. Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich würde immer ein bisschen tendieren, eher Richtung 2 zu gehen. 1,8 ist eher so für ketogene Ernährung und so weiter geeignet. Da seid ihr ein bisschen geschützter, aber 1,8 ist das Mindeste. Deswegen seht diesen Balken als mindestens 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Zweiter Balken, der muss genauso bei jeder Diät erfüllt sein. Bei jeder Diät mindestens 0,8 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Und auch da werden viele sagen, ja, aber dann ich muss doch irgendwo die Kalorien einsparen. Wir kommen da gleich zu. Das ist ja recht viel Fett. Ja, aber denkt dran, auch Fett ist essentiell. Fett braucht der Körper auch für den Fettstoffwechsel. Ihr müsst Fett zuführen, um überhaupt Fett verbrennen zu können. Ihr braucht Fett für Hormone, für ganz, ganz, für fast alle Vorgänge in eurem Körper braucht ihr Fett. Und 0,8 Gramm Fett pro Kilo im Körpergewicht für eine längerfristige Diät ist auch das Mindestmaß, was ich euch vorschlagen würde. Ihr dürft mit dem Fett nicht runtergehen, sonst stellt eben der Körper wichtige Prozesse einfach ein und dann verbrennt ihr auch weniger. Das ist ganz, ganz wenig. Um langfristig richtig abzunehmen, 0,8 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht und das hauptsächlich eben aus essentiellen Fettsäuren, also viele pflanzliche Fette, Nüsse, Öle, Omega-3-Fettsäuren, fettiger Fisch, aber auch gerne mal Eier, wenn ihr außer ihr seid Veganer. Und Avocados, wie gesagt, Öle und so weiter, Walnüsse für Omega-3, wichtige Fette, aber auch ein paar gesättigte Fette sind auch wichtig, auch als Energie. Und deswegen, dieser Balken muss auch in jeder Diät erfüllt sein. Wir gehen ein paar Beispiele gleich durch, muss in jedem erfüllt sein. Deswegen, ihr seht schon, bei Erdbeeren fallen die beiden Balken schon komplett raus. So, nächster Balken, der muss erfüllt sein, ist der Vitamin-, Mineralstoff- und Ballaststoffbalken. Ich nehme das als einen Balken. Das ist ein Balken, der dafür sorgt, dass eure Verdauung funktioniert, der dafür sorgt, dass ihr fit, vital bleibt, dass euer Immunsystem funktioniert. Denkt dran, Vitamine, Mineralstoffe sind essentiell, damit euer Körper funktioniert. Ihr müsst funktionieren in einer längerfristigen Diät. Ihr wollt ja, euer Immunsystem wollt nicht krank werden. Wenn ihr krank werdet, dann funktioniert, dann nehmt ihr auch nicht ab oder nicht richtig ab. Ihr wollt ja fit, aktiv sein, ihr wollt ja vital sein, ihr wollt ja, dass eure Verdauung funktioniert. Deswegen muss dieser Balken bei jeder Diät
da sein. Denken einfach mal, ich denke mal, es gibt so Schokoladendiät oder sowas. Nein, da habt ihr keine Ballaststoffe, kaum Vitamine, kaum Mineralstoffe. Funktioniert nicht. Fast alle einseitigen Diäten funktionieren wegen dieses Balkens sehr, sehr stark nicht, weil ihr einfach keine Ballaststoffe, keine Vitamine, keine Mineralstoffe habt. Dieser Balken muss da sein. Wie kriegen wir den gefüllt? Auch eigentlich recht einfach, das ist so meine Vorgabe. Ihr könntet euch jetzt jede Vitamine, Mineralstoff versuchen auszurechnen. Ihr könnt sagen, ungefähr 25 bis 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Macht es einfach und macht es wie ich. Mindestens 500 Gramm gutes Gemüse. Mit gutem Gemüse meine ich wirklich Blattgemüse zum Beispiel, Blattspinat, ganz, ganz besonders Brokkoli, auch Kohlsorten, aber auch mal eine Paprika, auch mal ein paar Beeren, ein bisschen Obst und so weiter. Das ist wichtig, mindestens, und das meine ich absolut, mindestens 500 Gramm. Und das bei jeder Diätformel, wir kommen auch gleich zur ketogenen Ernährung ganz kurz, auch da vergessen viele, auch da muss der Balken da sein, damit sie längerfristig funktioniert. Das vergessen viele, auch da funktioniert es sonst nicht aus Verdauungsgründen und so weiter, weil viele dann krank werden. Das muss auch in jeder Diät der volle Balken sein, also mindestens 500 Gramm Gemüse und Obst, aber besonders Gemüse. Vitaminreiches Gemüse, mindestens 500 Gramm. So, nächster Balken hat weniger mit der Ernährung zu tun, aber auch dieser Balken muss bei jeder Diät, wirklich, ich betone das so speziell, damit ihr wirklich keinen Balken vergesst, ist mindestens zweimal die Woche Muskelaktivität. Auch das, ihr könnt viel Eiweiß essen, ihr könnt alles richtig machen, alles richtig essen, ihr könnt ein Kaloriendefizit fahren. Wenn ihr dem Muskel nicht sagt, bleib da, du wirst gebraucht, wird er gehen. Das ist völlig platt gesagt, völlig einfach gesagt, aber so ist es nun mal. Der Körper trennt sich, wenn er ein Kaloriendefizit hat, von dem, was er nicht braucht. Und das soll nicht die Muskulatur sein. Denkt dran, ihr wollt Muskulatur erhalten. Wenn ihr Muskulatur verliert, danach wieder normal essen wollt, habt ihr einen kleineren Grundumsatz, es ist weniger zu versorgen am Körper und ihr nehmt ganz schnell wieder zu, ihr werdet fett, ihr seht dann eben dieses typische Skinny-Fett, wenig Muskulatur, dann das Fett wieder drauf, ihr seid schwabbeliger als vorher, obwohl ihr vielleicht genauso viel wiegt. Das wollen wir nicht. Wir müssen Muskulatur erhalten und dazu der Balken mindestens zweimal die Woche den Muskel betätigen. Am besten tatsächlich mit einem Sportprogramm, was den Muskel irgendwo fordert. Also nicht nur Cardio. Das reicht nicht. Ich verspreche euch, es reicht nicht aus. Die Muskeln wirklich betätigen, um denen zu sagen, ihr werdet gebraucht. Also tatsächlich am besten entweder ein Home Gym oder in einem Fitnessstudio. Oder auch wirklich zu Hause, aber wirklich ein Muskeltraining. Zweimal die Woche, jede Muskelgruppe, Ganzkörpertraining zweimal die Woche, muss mindestens drin sein. Viel wichtiger als Cardio. Cardio ist kein Balken. Cardio ist keiner von diesen Balken, weil das richtig abnehmen könnt ihr auch absolut ohne Cardio. Ich würde zwar immer empfehlen, Cardio dazu zu machen, aber es ist kein Balken, es ist keine Grundvoraussetzung. Muskeltraining schon. Und ein letzter Balken, der ist, steht auch noch da, steht ein bisschen außen vor, er gehört aber auch zum Fundament, und zwar die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate gibt es keine Mindestangabe, sondern Kohlenhydrate braucht ihr für eine richtige, langfristige Ernährung nur so viel, wie viel ihr braucht, um Power zu haben. Und das ist eben ein ganz, ganz subjektiver Balken. Wenn ihr zum Beispiel eine ketogene Ernährung fahrt und recht viel Fett esst, braucht ihr sehr, sehr wenig Kohlenhydrate, um ausreichend Energie zu haben, um ausreichend Power zu haben. Deswegen ist dieser Balken der einzige, wo ihr sehr stark nach unten schrauben könnt. Ihr könnt an die anderen Balken nicht unbedingt ran, aber bei den Kohlenhydratbalken könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr in die Ketose fahrt und vom Typ einfach so seid, dass ihr trotzdem Power und Energie habt, könnt ihr den Balken sehr, sehr weit nach unten schrauben. Absolut weit. Es gibt einige, die brauchen 100 Gramm Kohlenhydrate, es gibt einige, die brauchen 150. Bei mir ist ungefähr so, wenn ich keine Ketose fahre, brauche ich so mindestens meine 100, 150 Gramm Kohlenhydrate, um wirklich Energie zu haben, um mich wohlzufühlen, um wirklich zu funktionieren und so weiter. Das ist recht wenig. Einige brauchen 200, einige brauchen 250. Das ist wirklich ein absolut subjektiver Balken. Deswegen ist dieser Balken aber auch so wichtig, weil er muss mindestens so groß sein, dass ihr Kraft habt, dass ihr das Training richtig machen könnt, dass ihr euch wohlfühlt, weil damit steht und fällt eben auch eine Diät. Deswegen versteht ihr vielleicht, worauf ich hinaus will. Dieser Balken ist super, super wichtig. Viele sagen, ja, streich doch bei allen die Kohlenhydrate, dann funktioniert das. Nein, dann werden die wütend, sauer, Heißhunger kommt, haben keine Energie im Gym und dann funktioniert die Diät langfristig nicht.
Deswegen ist auch dieser Balken, viele denken, ich bin so ein Kohlenhydratgegner, überhaupt nicht. Jeder braucht unterschiedlich viele Kohlenhydrate, um einfach gut zu funktionieren, um Power zu haben und so weiter. Deswegen auch dieser Balken, wie gesagt, mindestens so viele Kohlenhydrate oder so viele Kohlenhydrate, wie ihr braucht, um einfach euch wohlzufühlen, Power zu haben und das Training durchzuziehen und euch einfach wohlzufühlen. So, das sind alle Balken. Alle. Mehr brauchten wir nicht, aber diese müssen auch bei jeder Diät gegeben sein. Deswegen vielleicht einfach nur mal zum Verständnis. Viele werden sagen, ja, aber was ist jetzt mit einer Renegade-Diät zum Beispiel? Du sagst doch, die ist super. Ja, wenn die Balken erfüllt sind und die kann man in dieser Diät super erfüllen, funktioniert fantastisch. Irgendeine mediterrane Diät, wo wir auch viel Hähnchen essen, viele Öle und so weiter, eher wenig Kohlenhydrate, aber auch viel Gemüse und passt perfekt. Ihr könnt alle von diesen Dingern abhaken. Funktioniert meistens, wenn ihr darauf achtet. Wie gesagt, ketogene Ernährung, Fett hoch. Fett haben wir gegeben, Eiweiß haben wir gegeben, Kohlenhydrate so viel, wie wir brauchen, um Power zu haben, hat man, weil man braucht sehr, sehr, sehr wenig davon. Gemüse muss man auch essen, passt auch. Das heißt, irgendwie eine Erdbeerdiät oder so wird nicht hinhauen, weil da fast kein Balken von funktioniert. Das ist praktisch das Fundament für jede funktionierende langfristige Diät. Und dadurch kreiert ihr eben ein Kaloriendefizit, das so groß ist, wie es bei euch einfach sein kann. Ihr könnt natürlich, wenn jemand ganz wenig Kohlenhydrate braucht, dann kann er natürlich die nach unten schrauben und hat ein höheres Kaloriendefizit und ist vielleicht noch aktiver, macht noch mehr Sport und nimmt einfach schneller ab. Kann aber nicht jeder machen. Vielleicht brauchen einige ein bisschen mehr Kohlenhydrate, dann ist das Defizit kleiner und nehmen langfristig aber so viel, viel, viel besser ab. Das muss bei jedem gegeben sein. Der Kohlenhydratpunkt ist subjektiv, die anderen Punkte müssen bei jedem sein, damit ihr langfristig richtig abnehmt. Richtig meine ich wirklich mit richtig und nicht Muskeln und irgendwas anderes. Bitte das checken, bevor ihr euch die nächste Zeitschrift aufmacht, bevor der nächste mit irgendeiner irgendwie Weltneuheit-Diät um die Ecke kommt oder so. Es wird nichts Neues erfunden. Diese Punkte werden auf unterschiedliche Methoden einfach gelebt. Renegade-Diät, Warrior-Diät, intermittierendes Fasten funktioniert damit ganz fantastisch. Zig Varianten. Macht euch daraus, aus diesen Punkten, eure Diät mit den Lebensmitteln, die ihr mögt, mit der Zeit, wo ihr es am liebsten esst und so weiter, ob ihr eher frühstückslastig esst, ob ihr eher zum Abend hin esst und so weiter. Aber diese Punkte sind die, die immer funktionieren. Das sind die einzigen Punkte, die funktionieren. Und es gibt auch nichts anderes, was funktionieren wird. Lasst euch das auf jeden Fall gesagt sein und glaubt nicht irgendwelchen Zeitschriften, wenn sie sagen, ihr werdet am besten abnehmen, wenn ihr irgendwie, weiß nicht, 8 Wochen lang nur Erdbeeren esst. Wird niemals funktionieren, verspreche ich euch. Ihr könnt mir glauben oder es einfach selbst ausprobieren und dann hier drunter kommentieren, dass es nicht funktioniert hat. Meine lieben Freunde, besonders auch an Frauen gerichtet dieses Video, freut mich sehr, wenn ihr das wirklich euch zu Herzen nehmt. Es gibt keine Wunder, es ist einfach Physiologie, so funktionieren wir nun mal. Und in diesem Sinne, meine Freunde, abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Die besten Supplements, die eine ganz, ganz tolle Unterstützung sein können in so einer Diät. Body AP Nutrition, die besten Klamotten BAP Wear. Bis dahin, euer Simon.